Hi und hallo zu einer weiteren Folge der Kinderspielzeugtour mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und heute stellen wir uns die Frage, wer scheidet aus und wer darf bleiben bei Familie Bergmann? Ich habe hier mal aus jedem Lager ungefähr einen zusammengestellt. Wir haben hier die Carmen, die vertritt das Lager Familie Bergmann natürlich. Da könnt ihr mir mal sagen, wer soll ausscheiden? Soll vielleicht mal eine Person ganz aus der Serie rausgehen? Vielleicht Robin, vielleicht Anna? Vielleicht Alina, vielleicht Emma. Wenn ihr da irgendeinen Vorschlag zu habt, auch bitte ab damit in die Kommentare. Die Staffel 3 richtet sich jetzt genau nach euren Wünschen. Dann haben wir hier noch Lisa. Das ist Beatrice, die Frau aus dem Tier, aus der Zoohandlung. Genau, die ist ja mit dem Phantom jetzt ganz gut. Wenn ihr auch wollt, dass die verschwindet, dann werden wir das auch machen. Könnt ihr mir auch dazu mal was schreiben, was ihr vom Phantom haltet oder auch dann der Beatrice. Dann haben wir hier noch einige Verbrecher, und zwar haben wir Primo und seinen Onkel. Guten Morgen, G2! Ja, stimmt. Aber wenn ihr das Video seht, ist schon nicht mehr morgen. Bei mir ist es noch relativ früh. Könnt ihr auch auf Snapchat sehen, dazu habe ich ein Video gemacht. Wenn ihr wollt, dass die ausscheiden, auch bitte mal schreiben. Bei denen bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher, ob wir noch für die in der Familie Bergmann Staffel noch eine gute Verwendung haben. Die haben ja jetzt schon einiges Böses angestellt. Vielleicht werden sie verhaftet dann am Ende und ja, wer weiß. Dann haben wir noch Mr. X. Och, warum fallen die denn heute alle um? Na kommt, dann stellt euch mal da hinten hin. Mr. X und den Stalker von Alina. Zu denen könnt ihr auch was sagen. Ich finde, beide hatten jetzt keine so große Rolle. Ich denke, es wäre nicht so schlimm, wenn einer von den beiden ausscheiden würde. Oder vielleicht sogar beide. Die gehören auf jeden Fall eigentlich ins Gefängnis gesperrt. Und dann haben wir noch den Engländer. Der hat ja Anna angemacht in dem Modegeschäft. Und dann noch den Mann mit dem roten Pulli, der vertritt den geheimnisvollen Dritten und sich. Ich finde, die Seite, also der geheimnisvolle Dritte, ist ja schon sehr lange dabei. Ich weiß nicht, ob wir den aus der Sendung rausnehmen sollen. Fände ich, glaube ich, ein bisschen schade. Aber wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Veränderung bei Familie Bergmann. Wir könnten natürlich auch mal die Veränderung vornehmen, dass der Stefan oder die Carmen dann langsam graue Haare kriegen und dann Oma und Opa werden, also wirklich ein bisschen altern. Die Carmen sieht ja immer noch ziemlich jung aus, ziemlich frisch und der Stefan ja eigentlich auch. Also, ihr wisst jetzt, was die Frage ist. Wer scheidet aus, wer darf bleiben? Alle Vorschläge dazu gerne in die Kommentare. Ich werde mir alles durchlesen, wahrscheinlich auch alles beantworten und dann werden wir daraus die Entscheidung für Staffel 3 treffen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Glocke aktivieren, abonnieren und Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns schon in den nächsten Folgen der Familie Bergmann und allem, was hier auf unserem Kanal Kinderspielzeugtour passiert, wieder. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Paul. Tschüss.